So, willkommen zurück bei Borderlands und wir jagen uns noch zuerst noch keine Bullybombs. Jetzt müssen wir erstmal wieder mit Banditen rumschlagen. Frisst das Bandit? Da hinten, ich sehe sie schon kommen, diese Bullybombs. Super. Bullybombs, komm zu Papa. Zeit zu skalpieren. Nicht vergessen, eben skalpieren. Nur von Hand. Naja, beim Ausgewachsenen dürfte nur von Hand schwer werden. Lähmender Schlag. Jetzt nimm dir sein Fell. Abgesehen davon, Juhu. Das ist perfekt. Diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr. So. Bei dir hat er schon gesprochen, nehme ich an, oder? Ja. Ich liebe das Zeug. Sie sind so weich und warm. So, Hammerlock will dir also eine Sniper-Rifle geben. Lachhaftes Angebot. Gesagt. Bring mir die Fälle und du bekommst eine geile Schrotflinte, die ich an einem Kammerjäger abgenommen habe. Nein. Ganz frisch. Man riecht noch die ganz Trauer frisch. An dir. Man okay. Riecht noch die Trauer an dir. Ja, können wir uns dann ja spontan entscheiden. Stimmt. Irgendwie. Letztes Mal haben wir, glaube ich, das Scharfschützengewehr genommen. Letztes Wegen mir wahrscheinlich, weil du nicht so unbedingt eine Schrotflinte gebraucht hast. Kommt, ja, genau. Tauchen hier bald wieder neue Polymons aus. Sonst gehen wir zurück, da tauchen sicher wieder welche auf. Aber wir können sonst ja ins andere Gebiet zurück. Da gibt es ja auch noch Bullymonks, oder? Stimmt, das stimmt. Können wir sie da auch skalpieren? Müsst ja, ja, man kann sie überall skalpieren irgendwie. Gut. Wenn wir geradeaus laufen, sollten sowieso welche auftauchen. Wenn wir unten durchgehen, unter dem Canyon da. Da, wo ich jetzt, aha. Da. Aber da müssen wir ja noch nicht hin, oder? Nee, noch, dem, da müssen wir eigentlich gar, da unten durch müssen wir gar nicht. Ah. Ja, wir müssen dann da oben durch. Theoretisch jetzt mal hier durch eigentlich, wenn wir schon mal versuchen. Dadurch müssen eigentlich. Gehen wir jetzt dadurch, weil wir nicht müssen. Ja, genau. Hui. Ich sehe die ganze Zeit fliegende Dinger. Was für fliegende Dinge? Ich sehe ihren Schatten. Über mich drüber fliegen. Ah, die, was so. Das ist Rex? Ah, Rex! So? Ah, ja, stimmt, da oben. Aber sie sind bis jetzt noch nicht aggressiv geworden. Was wahrscheinlich sich dann ändern wird. Ups, ich wollte hier durch. Ja, für mich finde ich okay. Schade, schlittert man nicht so übers Eis. Das wäre auch noch cool. Ja, baller sie ab, dann werden sie sicher nicht aggressiv. Nein, natürlich nicht. Oh, oh. Jetzt kommen sie. Ja! Also gut. Und tot. Oh, das ging aber schnell. Yep. Geld, Geld, ich hab Geld liegen lassen. Hab ich Geld gehört? Ich höre noch mehr, was... Was ist er? Stimmt, die sind so sauschwer zu glauben. Wird die schnell, die wird richtig schnell, die Knarre. Ohne Scheiß, geil. Stimmt, und ich stand nie so auf die Knarren. Auf die Art von Knarren mit der Zeit. Oh, jetzt kommt ein paar. Oh, Ausgewachsene. Ja. Oh, das wird schwer. Und Rex. Nicht zu viel schießen. Komm, her. Her. Hat es gedroppt? Ja. Du hast jetzt genug. Wir haben alle vier. Ah, okay, dann killen wir den Scheiß. Mach eine schon. Geile Schrotflinte, wie er vorhin schon schön gesagt hat. Mach oh, schon. Mist. Oh, Pistole. Mist. Hör auf, mit Steinen zu werfen. Du Scheirührer. Das kannst du auch in Deutsch sagen. Hör auf, Steine zu werfen. Hör auf, Steine zu werfen. So. Man wirft keine Steine im Glashaus. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 nein! Weil den ich eine Munition mehr habe. Gehört. Aha. Ah, oh, die Drax sind auch noch aggressiv, oder? Ich hab keine Munition mehr. Das ist echt blöd. Echt? Für keine Waffe? Nö. Das ist wirklich nicht. Ich muss mal kurz Waffe wechseln. Mal sehen, was habe ich so im Petto? Oh! Nee. Oh yeah, ich mach Heavy Machine Gun Level 5. Pistole habe ich auch keine Munition mehr. Doi! Ich muss die Schrotflinte nehmen. Meine zweiläufige. Ich bin on the way. In the way to you. Hier kommen tausende Bollymons. Ich muss sie alle alleine fertig machen. Alle alleine. He's down. Come on! Level 5, Mauri. Oh, ich bin gespannt. You know what time it is. You know what time it is. Ich habe ja kurz mal den Macromancer angespielt, aber ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ist so lange her. Ja. Wir haben wirklich effektiv nie mehr Borderlands gespielt. Außer also eben jetzt das 1, jetzt im Let's Play.
Und ja. Zwei eigentlich erst recht nicht. Wir hatten mal zwei, drei Probeaufnahmen mit Arena-Fights, die wir dann, weil wir immer wieder gestorben sind. Oh, hier ist eine Truhe. Kannst du dich noch an die erinnern? Ja, ja, genau. Aber das haben wir eben extrem spät gemacht, sodass sich das gar nicht mehr gelohnt hat, hier durchzugehen. Ah, weil die Waffen so schlecht. Uah, die Dings ist krass, die Jacobs. Und die hier? Ist die nicht krass? Die hat Feuer. Ich nehme mal die Jacobs. Ich nehme mal die, okay. Steier! Oh. Ah, Badass-Ränge. Die Badass-Ränge kann ich. Ich kann das Badass-Rang schon verteilen. Ah, die gab's stimmt, ja, auch noch. Ja, ich kann auch einen Token. Schildkapazität, Granatenschaden, Nahkampfschaden, möglicher Elementareffekt. Elementareffekt Schaden. Ich mag Schusswaffenschaden. Ah, dadurch werden wir ja immer besser. Das sind ja auch noch die vom ersten Spieldurchlauf. Ja, stimmt. Mhm. Und ich sehe gerade auch wieder in der Anzeige, ich habe zwei goldene Schlüssel. Hab ich. Wieso hast du zwei goldene Schlüssel? Und ich nicht? Ich hatte mal plötzlich 10. Wieso hattest du 10 goldene Keine Schlüssel? Keine Ahnung, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wieso das so war. Ich habe. Plötzlich hatte ich 10 Schlüssel und pff, da war's. Ich finde hier noch eine bessere Waffe. Stimmt, die wollten wir mal in einem Wettbewerb vergeben. Hatten Echt? Wir irgendwo mal versprochen. Ich weiß nur nicht mehr. Ja, ja, ist lange her. Gab's hier hinten nicht noch ein anderes Schiff, Mauri? Nicht ein anderes Schiff, falsch? Aber wir können. Irgendwo konnten wir auf einen Gletscher rauf. Gell? Habe ich doch auch noch so in Erinnerung. Ja, irgendwo. Oder noch wir mehr blöde Bullymonks. Ah, kamen. Nee, ich glaube, das ist nicht hier. War das nicht hier? Sondern oh mein Gott. Die, Bitch! Diese Schnellfeuerrevolver sind der Hammer. Vor allen Dingen, wenn sie dann noch 93 Schaden machen? Nee, Genauigkeit haben. Oh, nicht schlecht. Oh, ein Ausgewachsener. Mist. Mein Chill down gekriegt. Ja, der ist heftig. Und ist tot. Oh! Ich erfriere gleich! Erfrieren? Ja, im Wasser. Erfriert man. Ja. Ja, hier in diesem Wasser erfriert man. Weil es zu kalt ist. Man stirbt. Ah. Okay. Und dann hört er nicht mehr auf. What the fuck? Was Sehr ist gut. hier drüben? Wo, rechts? Ja? Da war irgendwie so eine Station, wo man weg konnte. Warte mal. Gehen wir jetzt schnell durchsuchen, wenn wir schon dabei sind. Mein Gott, aber deine schreien auch ganz gut rum. Ja, muss es nicht ganz. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Und da kommen wahrscheinlich jede Menge Bullymonks. Bullymonks? Nicht Bullymonks, Rex, oder. Das war einmal zumindest. Das wäre mal so gewesen, vielleicht. Vielleicht müssen wir auch hier hoch. Dieser Spieler. Was? Dieser Spiel. Ah, tauschen. Zum Tauschen könnte ich dich anvisieren, aber wir haben das schon immer. Wir haben diese Tauschfunktion nie genutzt. Das kannst du. Ich habe sie auch deaktiviert übrigens. Das hättest du auch machen können. Ah, ja, stimmt. Weil im Prinzip, wenn wir zu zweit spielen, müssen wir das ja nicht machen. Nee, das ist ja mehr für Online-Zwecken. Yep. Dann kannst du sehen, was er dir anbietet. Richtig. Also, dann gehen wir mal die Mission ab, würde ich sagen, oder? Yes, baby. Hui. Hui. Und da kommen sie schon, die Rex. Die Drax. Stirb. Kleine Nutte. Schön. Man hört richtig so, wie das Maschinengewehr noch so ausläuft. Schön. Ah ja, stimmt. Nice. Ich finde, die Waffen sind schon. Ja, das haben sie aber wirklich cool gemacht. Ich bin jetzt auch gespannt aufs 1.5. 1.5 natürlich. Ah, denn was ist das neue Spiel? Ja. Im Pre-Sequel. Richtig. So, hast du ihn erkundet? Ja, ich hab's erkundet. Aber ich glaube, da wir den schon mal angeschaut haben, hatten wir den schon mal. Warte mal. Also, was du mal. Kann man da nicht irgendwo noch weiter schauen? Man kann nur fix schauen, ne? Ja, ist ja gut. Ich hab's gesehen, danke. Mhm. Ja, und die müssen wir suchen. Das wäre jetzt echt cool, wenn wir die etwas mehr finden. Dann könnten wir auch ein paar Trophäen wieder abstauben. Richtig. Und Trophäen sind cool. Trophäen sind cool. Ja, eigentlich waren wir früher ziemliche Trophy Hunter auf der PlayStation. Ja. Rette ich dir dein Leben. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Wenn das Geld stimmt. Oh, ich muss wirklich wieder klarkommen mit den Zahlen. Explosivwaffen. Mit den Zahlen klarkommen. Es stehen mir zu viele Zahlen. Ich muss jetzt einfach auf den Schaden gucken. Ja, auf den Schaden gucken, genau. Die ist cool. Hä? Oh, die ist besser. Nee, ich hab sie jetzt verkauft. So cool fand ich das. So cool fandest du sie, dass sie einfach verkauft hast.
Das ist eine Bandit-Gun. Die ich da, gefunden habe. Nicht Start. Select! Oder Optionstaste. Nein, wieso habe ich das SMG verkauft? Das SMG wollte ich gar nicht verkaufen. Zum Glück kann man es zurückkaufen. Das ist so eine gute Funktion, ey. Was, wieso braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Wenn man Stil hat. What the fuck? Was, deine Kopfhörer geben wir den Geist auf? Nee, einfach aus dem Nichts. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Gut. Das wäre eh nicht drauf angekommen, stimmt. Kann man nicht alles Schrott verkaufen? Prüfen. Stimmt, man konnte Schrott, man konnte Schrott, Waffen als Schrott anwählen und dann kannst du einfach verkaufen. Stimmt. Das ist cool. Also, wem geben wir ab? Claptrap? Ja, würde ich auch sagen. Eine coole Schrotflinte muss hier. Claptrap nehmen. Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Clutch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann tat das doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Los, wir gehen da lang. So wird's laufen, Kammerjäger. Warte mal. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. How about no? Also, was machen wir da? Wieso hat er jetzt schon so Haare? Wir haben es ja noch nicht abgegeben. Das stimmt. Ich glaube, das ist ein Bug. Aber lustig. Das Fell wurde... es wurde geliefert. Es ist schon irgendwie geliefert, glaube ich. Nee. Und du erhältst eine neue Waffe. Dies ist für alle ein toller Tag. Außer für die Bully Monks. Bei dir auf Schritthöhe ist. Aber ich auf die sei geschissen. Bei mir hat er jetzt gerade gesungen. Echt? Ja, bei mir hat er jetzt gerade gesungen. Bei mir hat er irgendwas gesagt. Interessant. Ja, meine macht 24 mal 9. Interessant. Ich muss wieder wirklich mit den Werten klarkommen. Das war mein erstes Problem überhaupt bei Borderlands 2. Wieso? Dass zu viele Werte standen und ich konnte mich nicht genau konzentrieren, auf welche ich mich da einlassen soll. Sir Hammerlock. So, du hast ein Schild gefunden. Wenn er funktioniert, wird dein Leben auf Pandora gleich viel einfacher. Wenn er nicht funktioniert, merkst du das sehr bald. Jawohl, das schützt vor Kugeln. Oh, ein neuer Skin, den ich bereits freigeschaltet habe. Was? Milzfeier? Zwergbullimons. Na toll. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ja, stimmt. Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Mong für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Okay. Yeah, wir sind ein Tropf, glaube ich. Die Sprüche sind so gut. So Hammer, sind wirklich so Hammer. Wir haben es wirklich beim ersten Mal Let's Playen haben wir sie zu oft überhört. Und wir haben uns auch nicht darauf eingelassen, das war auch das erste Let's Play. Also was will man schon machen? Ja. Hast du die Sonderwaffe gerade gekauft? Nee, ich habe den Skin gerade gekauft. Aber das ist ein Skin. Warte mal, hast du diesen Skin schon? Den hast du auch bekommen. Dann verkaufe ich den jetzt. Skin freigeschaltet. Stimmt, man muss die immer anwählen. An deiner Seite vertrauen. Nein, ich kaufe nicht, Idiot. Was hast du jetzt gekauft? Eine Waffe. Oh, hier ist auch nochmal ein Ausguck. Sehr gut versteckt. Gilt das auch wohl für mich? Ich weiß eben nicht. Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht sagen. Dass du da aufs Dach hochkommst? Aus Versehen, ja. Ich bin nicht extra wie hoch, aber... Aber ich wusste das. Du wusstest es? Ja, das wusste ich. Wieso hast du das nicht gesagt? Hier kann man Scheiße aufmachen. Oh, wir haben hier... Was wurde aus Helena Pierce? Die Mission haben wir noch nicht entdeckt. Wir müssen irgendwo... Ups. Wir müssen... Schwarzes Brett vielleicht? Nee, irgendwo müssen wir... entweder schwarzes Brett... Oder irgendwo ist eine Audioaufnahme. Dann erfahren wir, was mit Helena Pierce so passiert ist. Obwohl wir es schon wissen. Ich hab's schon wieder vergessen. Verdrängt. Ja, was kann schon viel passieren? Es gibt ja nur 1 und 0. Ja, ja. Was 1 und 0? Tot oder lebendig. Aha. Stimmt. Die Frage ist noch, wie ist sie gestorben? Genau. Anyhow, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mit Schmonk jagen.
Ja, ja, das sowieso, aber ich finde es schade, dass ich hier nicht über die Mauer... Oh, Munition, ja, kann. Genau, das war hast immer du nicht mein gekauft? Problem. Ja, genau, das war immer mein Problem. Genius. Genius. Na, diese Brötchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag, Joe? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Okay, bis dann. Diamantenarschgaul. Der Diamantenarschgaul. Der Diamantenarschgaul. Ich glaube, einer unserer meistgeschauten Folgen, wieso auch immer. Ja. Aber kann uns natürlich freuen, ne? Ja, das ist so. Wenn die so oft angeschaut werden, wieso auch immer. Aber ey. Diamantenarschgaul. Diamantenarschgaul. Vielleicht hatten sie wirklich erwartet, dass dann jemand ein Arschgaul wäre. Wer weiß. Was auch immer ein Arschgaul sein soll. Wir suchen hier keine Banditen und keine Dings. Wir haben alles ausgerottet. Ausgerottet, so wie in Dark Souls. Wenn du 10-mal alles tötest, dann... Mauri, musst du immer speichern, wenn ich reisen will. Ja, immer, immer. Schreiser! Scheiße! Hey, hier, auf dem Schlitten. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Hier gibt's Medikits und Schilder. Oh, das ist besser als meins. Wieso hab ich so ein schlechtes Schild? Leg deine Spenderorgane hier unten. Nicht genug Geld, schade. Bestimmt. Bis bald, bestimmt. Oh, macht Explosivschaden. Das ist hervorragend. Die Schrotflinte macht Explosivschaden. Macht sie bei dir? Ja. Ich bin noch nicht Level 5, stimmt. Ich auch noch nicht. Können sie leider noch nicht ausrüsten, ja. Aber bald! Aber ich habe eben anscheinend Fähigkeiten mit Explosiv, was natürlich passt, dass ich den letzten Spieldurchlauf mit Roland gemacht habe. Und anscheinend Explosiv und... Sag schon. Und Elektro. Stimmt, genau. Explosiv und Elektroschaden. Ich habe keine Ahnung, ich habe bei mir gar nicht nachgelesen, was ich schon wieder für ein Spezialist sein sollte. Vielleicht Iridium, keine Ahnung. Nee, ich glaube weniger. Das wirst du ja sehen, sobald der Skilltree. Das wäre wohl eher Maya mit Meridium. Wenn sie eine Sirene ist. Ja, keine Ahnung. Hey Leute, guck mal, wer wieder da ist! Und Kram vergeht eben nicht. Jetzt hat sie wiederum den anderen gesagt. Next level! Oh fucking yes. It's time to level up! Yep. Action Skill, drücke L1, um deine Bass-Axt-Randale zu starten. Während Bass-Axt-Randale sind deine Nahkampfschäden und deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Tötest du einen Gegner, wird deine Gesundheit sofort voll wiederhergestellt. Erleidest du Schaden, beschleunigt sich die Abklingzeit. Angriff nice. R2, Äxte werfen, halte L2, dann drücke R2. Voll okay. Geil. Nahkampfschaden plus 500. Okay, das ist heftig. Ja. Bei mir ist Action Skill drücke L1, um den Death Trap zu rufen und für dich kämpfen zu lassen. Ein Death Trap, ich bin da gespannt. Yeah. Death Trap. Death Trap. Da war die Plattform, die ich gemeint habe, genau. Das war. Ja, stimmt. Wollen wir gerade als erstes rechts durch? Einfach so. Ja, gehen wir hier. Ich teste gleich mal. Death Trap! Ja, stirb! Mein Death Trap konnte gar nichts machen. Du warst viel zu schnell. Jetzt schreit er einfach rum. Bisschen Roland-Style. Brick meinst du? Brick, ja. Okay, wir haben so ziemlich die Rollen getauscht. Jetzt habe ich so einen Skill, der wirkt, Nahkampf. Wenn ich... Nahkampf. Nahkampf wirkt und du hast, ja. Ein Helfer. Ah, das ist der Death Trap, stimmt. Ja, der festhängt. Der macht gut Damage. Autsch. Polemon? Ja! Junge! Der killt gerade, die Flieger. Aber ich kann ihn leider nicht zurückrufen, das ist ein bisschen schade. Schön, dass ich irgendwas treffe. Schön, dass ich irgendwas treffe. Time to die! Aber es ist recht cool eigentlich. Ich muss mich nicht unbedingt darum kümmern, was er macht und wo ich ihn einsetze. Er macht das ist schon so. Relativ eigenständig. Ist nicht schlecht. Au! Ich schmeiß die ganze Zeit Arschlöcher.
Bullimons hier. Ich sollte mich ja eigentlich heilen. Ich habe mich nicht geheilt. Also du hättest noch auf die Bullimons geschossen, auf den ich losgegangen bin. Das könnte sein, ja. Keine Ahnung, das könnte. Oder sie haben dir in der Zwischenzeit wieder geschadet. Ich habe natürlich irgendeinen abgeknallt. Wobei zuletzt habe ich einen abgeknallt, der bei mir einfach war. Okay. Hallo. Hui. Hier. Das klingt aber bei mir schon. Hier kann ich auch drauf. Bei mir ist schon. Ja, ich bin auch hier. Wir müssen hier durch. Ich hab das Gefühl, meine. Oh, die Granate, warte. Feuerwerk! Feuerwerk, Feuerwerk! Glück. Feuerwerk! Zu nix. Riesige Streuung, oder? Abartige. Ich kann ihn schon wieder einsetzen, krass. Bei mir auf jeden Fall, ja, wenn ich mehr Schaden bekomme, ist es bei mir auch so. Ich kann sie immer schneller einsetzen. Aha, auch wenn du außerhalb vom Kampf, Genau, so verkürzt es meine Abklingzeit, so wie ich das verstanden habe. Okay, interessant. Voll der Überskill. Uber-Skill. Der Uber-Skill. So. Jetzt machen wir die noch fertig und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Jo. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.